EA Sports and the PGA Tour, so proud to bring you continuing coverage of the world of golf. Rich Lerner here at the 18th Tower. Frank Nabilo is with me as well, but we're going to get right to it as they're about ready to get this one started. Ja, servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal und ihr seht es schon, wir spielen den Platz der Open Royal Troon und ich habe mir gedacht, ich lade mir dazu jemanden ein, ihr werdet gleich sehen, wen, denn es ist natürlich klar, so viele Optionen gibt es nicht, wenn man auf die Insel geht zur Open, The Open, die British Open, wie man eben abgekürzt einfach nur The Open nennt und das Traditionsturnier auf einem Traditionsplatz, der schon 1888 ungefähr gegründet wurde oder die ersten Bahnen gebaut wurde und der halt wirklich dafür bekannt ist, dass es ein wunderschöner Linkskurs ist. Da haben wir aber heute Glück, denn es wird nicht so windig sein. Ich will aber gleich mal hier auflösen. Wir spielen eine Runde Matchplay und das spielen wir mit Ian Poulter, denn so viele Europäer gibt es ja nicht hier zur Auswahl, aber Ian Poulter passt hier natürlich daher wie die Faust aufs Auge, denn Royal Troon ist auf der Insel und da muss man schon jemanden finden. Lee Westwood wäre natürlich noch cool gewesen oder ein Luke Donald, aber die haben wir leider nicht. Also, Ian Poulter, mit dem haben wir schon mal eine Runde gespielt. Ich bin mal gespannt, wie er heute drauf ist und wie er heute spielt. Wir gucken uns die Bahn an, die erste Bahn, natürlich direkt hier am Meer entlang, ein paar 4 mit 370 Yards. Es sieht alles so einfach aus und wir sehen auch ein paar Bunker, die berühmten Pottbunker auf Linkskursen, die halt auch wirklich gefährlich sind, denn sie haben eine hohe Kante. Landet man da drin, hat man Schwierigkeiten mit dem nächsten Schlag tatsächlich das Grün zu erreichen, denn da muss man hoch rauskommen aus den Bunkern und kann eben nicht mehr entsprechend Länge machen. Okay, wie gesagt, das Ganze eine Einspielrunde, denn in Kürze sind ja oder ist das letzte Major dran, die Open, und danach geht es auch bald schon in die Playoffs und dann ist auch schon wieder das Jahr fast rum, jedenfalls das Golferische, und da habe ich mir gedacht, wir machen hier eine kleine Einspielrunde, damit wir den Platz kennenlernen, denn nach den US Open ist das vierte Major, die Open, und da werden wir uns jetzt schon mal ein kleines bisschen hier einstimmen. Okay. So, man sieht, dass der Abschlag ganz links unten ist, direkt am Wasser. Das heißt, hier, wo dieser Zaun auf der rechten Seite ist, beginnt praktisch sofort der Strand. So, wir sehen Royal Troon in Scotland, deswegen natürlich auch der Dudelsack am Anfang, und wir sehen 1878 wurde, glaube ich, der Platz gegründet, aber 88, wenn ich richtig gelesen habe, war es dann ein 18-Loch-Platz. Davor waren, glaube ich, erste 5 Löcher bespielbar. Ian Poulter und meine Wenigkeit werden also jetzt gleich hier auf den Kurs gehen. So, wir schauen uns das Ganze im Überflug an. Rechts natürlich das Wasser. Wir sehen, dass wir hier gut an den Bunkern vorbeikommen. Wir haben Gegenwind und deswegen denke ich, sollte das Ganze so passen. Ich verabschiede mich hier aus dem Bild und wünsche euch ein schönes Spiel. Ja, wie gesagt, wir haben ein paar 4 zu Anfang, haben Gegenwind, aber der ist nicht ganz so dramatisch. Es geht los mit dem Driver, hauen wir den Ball so ein bisschen links auf die rechte Seite ins Fairway. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Ja, der Drive sieht schon mal ganz gut aus, glaube ich. Der passt und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Roll ist. Start to this match, this tee shot squarely in the fairway at this opening par 4. Oh, wow, 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 wow. Also, da müssen wir uns darauf einstellen, dass der Roll gut ist. Die Bälle rollen hier noch ganz schön. 46 Yards noch zum Stock. Und jetzt schauen wir mal, was Ian Poulter drauf hat. Auf der ersten Bahn 382 Yards.
That one looking a little right. Key to this golf course is finding fairways. No surprise, 3 wood off the first tee. You might see that a few times today. Finds the fairway. So, da sind wir aber deutlich länger. Da haben wir ihm, glaube ich, fast 80 Yards abgenommen. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. Yes, it's 126 yards left to the flag and the pin on the back portion in the left-hand side of this green. Da sucht er sich eher die rechte Seite des Grüns. Well, not super close, but safely on the green. Ja, wir merken auch wieder gleich so hier. So a great tee shot left him here, now his second from relatively close range. Ja, wir merken auch gleich hier, dass es wieder den einen oder anderen neuen Kommentar gibt, dass er mit dem Update gekommen ist. Aber wir spielen hier auch diese 9 Loch hier, beziehungsweise diese 18-9-Loch deswegen, weil es natürlich jetzt erstmal die Front-9 sind und in einem zweiten Video werden wir dann die Back-9 spielen. Dass es dann doch nicht zu jedem Flyover oder zu jeder Bahn einen entsprechenden Kommentar gibt. Hat man schon gleich am Anfang gemerkt, war sehr früh zu Ende. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir schauen jetzt hier, wo wir den Ball hinspielen mit einem 60er Wedge. Da müssen wir pitchen. So, 46, 45, 30 ungefähr. Ja, okay. Und das Ganze springt nach rechts. Ja, da geht es aber ein bisschen hoch. 30 erscheint mir fast ein bisschen kurz. Okay, wir werden es mal so probieren und sehr hoch anspielen. Aber ich bin der Meinung, der wird auf jeden Fall rollen. So. Okay. Ja, Länge ist okay, aber der ist deutlich weiter nach rechts gerollt, als ich ursprünglich dachte. This is in the 30-foot range here. It's for birdie. Ja, das geht aber bei Ian Poulter sehr, sehr zügig mit dem Putten. Dementsprechend auch das Ergebnis. So, wir schauen uns das genau an und das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, denn ich kann kein Break erkennen. Und auch von der Höhe ist es level. Yeah, that's good putt. It's a birdie here at one. And that's gonna be enough to take the hole. Moving on, we come to the par 4 second. So, der eine oder andere wird sich jetzt gerade gewundert haben, warum Ian Poulter nicht fertig gepattet hat. Wie gesagt, wir spielen kein Zählspiel, wir spielen ein Matchplay. Das heißt, ein Lochspiel, praktisch die ursprünglichste Art des Golfspiels. Und das heißt, jede Bahn wird einzeln gewertet. Und wenn ich mit einem Birdie drin bin, dann habe ich das Loch praktisch schon gewonnen. Dann gehört der Punkt mir. Deswegen steht auch rechts oben 1 ab. Ich bin also 1 auf, weil ich das erste Loch mit 3 Schlägen fertig gespielt habe. Und Ian Poulter war noch nicht mit dem dritten drin. Damit hätte er das Loch teilen können. Aber ich habe es gewonnen. Und so wird es jetzt die ganzen Bahnen weitergehen. Es geht immer Bahn für Bahn. Und der niedrigste Score gewinnt einen Punkt. Sollten wir beide den gleichen Score haben, dann heißt es geteilt und wir gehen zur nächsten Bahn. Wir schauen uns das Ganze an. Ein weiteres Par 4 jetzt etwas länger, 403 Yard. Wir müssen natürlich hier wieder aufpassen, denn hier die Bunker, die sind im Fairway. Ja, die zwei Bunker sind praktisch im Fairway. Wir haben Gegenwind. Wir werden den versuchen, ein kleines bisschen vielleicht rein zu faden. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht. Und ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht hier... Ja, ob wir hier vielleicht mit dem Holz 3 spielen. Genau, und dann hier eben am Bunker vorbei. Ja, so werden wir das Ganze mal versuchen mit dem Holz 3. Wir müssen ja nicht auf Länge gehen. Der Ball hat ja Roll. So, er startet ein bisschen weit rechts, aber das passt absolut, denke ich. Sehr schön. That will be more than adequate. It's safely into the fairway. Ja, eine kleine Kuhle und liegt jetzt etwas bergauf mit 117 Yard noch bis zum Stock. Ian Poulter vertraut seinem Driver. Oh, der hat aber einen hellen Klang.
Okay, things looking good early. A quick one-up lead and this ball in the fairway here at number two. Und da sehen wir auch, wie er rollt und rollt und rollt. Und rechts ist unser Ball. Das heißt, Ian wieder als nächstes mit 142 Yards bis zum Stock, bis zum Loch. Dann schauen wir mal. Second shot coming up. Let's check in for the first time with Notovegay the third. 142 Yards left to the hole. Pin all the way on the right. Ja, man kann so ein bisschen erkennen, dass da, glaube ich, ein kleines Plateau ist. Solider Schlag ins Grün. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Hervorragend. Well, sitting on an upslope here, you gotta be careful that you don't get this one straight up in the air from that lie. So, 54er Wedge legt mir mein Caddy vor. Er meint, damit müsste ich bis zum Stock kommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein kleines bisschen Gegenwind. Es ist erhöht. Und natürlich würden wir auf einem 54er auch Spin haben. Ein 54er. Kurz. Rechts vom Stock. Okay, aber ganz normal. Vollen Schwung. Und dann schauen wir mal, ob er spinnt. Well, it was a good strike. I could tell that by the sound as the ball came off the club face. That little bounce and check. Well done. A lot of movement coming left here. This for birdie. Ja, Poulter muss den stopfen, weil für mich ist das Birdie fast sicher. Need a little bit more pace and a little more borrow. Also das war ein ordentlicher Putt. Er hat ihm die Chance gegeben, auf jeden Fall. Und das musste er auch. So, für mich jetzt wieder das Birdie, um dieses Loch zu gewinnen. Und wir haben ein bisschen Break. Aber das sollte aus dieser Entfernung kein Problem okay, sein. No problems there. Finishing off a birdie at number two. And that is gonna win the hole. Jo, somit sind wir zwei auf. The par four third. Ah, auch da muss man sehr, sehr strategisch spielen, weil hier natürlich jetzt ein Graben ist. Da müssen wir schon genau gucken, wo wir den Ball platzieren. Aber ansonsten, der geübte Zuschauer wird gemerkt haben, dass ich ein neues Outfit habe, neues Shirt, neue Cup und auch neue Schuhe. Und auch die Schläger, da habe ich auch jetzt mal ein bisschen ins Optische investiert, was meine Hölzer und meine Wedges angeht. Das wird ihr mit Sicherheit auch schon aufgefallen sein. Wir schauen rein, wie wir den spielen. Oh ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Der Graben sind da noch 100 bis zum Grün. Wir werden versuchen, vor dem Graben zu bleiben. Und wir werden auch versuchen, den Ball hier zum Liegen zu bringen. Länge ist eigentlich nicht unser Thema. Wenn der hier landet mit dem Eisen 4, rollt er sowieso die 150 vor. Wind kommt von rechts. Ich habe den Verdacht, dass er fast auch mit dem Fünfer noch hier vorrollt. Ja, wir gehen das ganz, ganz vorsichtig an. Die Fahne steckt eigentlich gut. Da müssen wir uns keinen Stress machen. Die steckt, glaube ich, hinten. Dann nehmen wir das Eisen 5 und spielen den einfach solide ins Fairway. Und er wird, wie gesagt, noch ein bisschen Meter machen durch den Roll. Ah, geht rechts weg. Geht rechts weg. Yeah, this not a terribly long hole, so precision off the tee is the key and the iron is the right call there. Sehr schön. Schickes Hemd hast du an. Und auch hier in Poulter ist wieder mal sehr geschmackvoll gekleidet. Okay, the start's been perfect. An early two-up lead and looking for more as this ball's in the fairway. So, geht er vorbei? Ja, der rollt vorbei. Sehr schön. Da hat er wirklich einen sehr, sehr guten Schlag gemacht. Wir sind dann als nächstes dran, denn wir liegen etwas weiter weg vom Stock. Ja, damit kann er zufrieden sein. Ready for a second shot, trying to knock it on the green. 166, Eisen 8. Über rechts. Ja, wenn wir kurz vorm Stock zum Liegen kommen, dann haben wir eigentlich einen einfachen Putt. Hm.
Ja, ein bisschen Gegenwind hoch anspielen, dann sollte er kürzer bleiben. Dann sollte er kürzer bleiben. Ja, ich hätte ihn gerne ein bisschen kürzer gehabt, aber okay. Ja, weiche Grüns, das hilft, die Bälle bleiben schnell liegen. Yes, 135 yards left to the flag. Pin smack bang in the middle. Damit kann man nicht zufrieden sein, obwohl er witzigerweise noch aufs Grün bounced. Das ist schon sehr spannend, dass der noch aufs Grün geht. Imagine a miss club because that ball sailed past the flag. Really just fortunate to stay on the back of the green. Ja. This would be a big bonus if it went in, more than likely just trying to get this one close. Ja, wenn man zwei down liegt, dann muss man natürlich eigentlich angreifen. Dann muss man Risiko gehen. That's all he wanted to do there. Yeah, it's touch. And when you think from that distance, chances of making are almost none. So to guarantee a two putt, well done. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man zwei aufliegt. Jetzt kann man natürlich ein bisschen schon mal anfangen, das Ergebnis zu verwalten. Das heißt, man muss hier nicht stopfen, sondern jedes geteilte Loch, wenn er sie nicht locht, heißt für uns geteilt und bringt uns natürlich dem Matchplay-Sieg immer ein Stückchen näher. Das Ganze bricht von links nach rechts, aber nicht allzu stark. So wie ich sehe, haben wir auch ein kleines bisschen bergab. Ah, da ist eine kleine Welle, aber im Prinzip ist es, ja, okay, nicht allzu viel. Linke Lochkante. Ja, ein Touch mehr als linke Lochkante. In der Mitte haben wir ein stärkeres Break. Das ist, wenn er über die Welle geht. Aber wir müssen jetzt auch nicht übers Loch hinausschießen. Okay. Das sieht nach einem geteilten Loch aus. Weil der sollte kein Problem sein, den zu versenken. Okay, that'll do. Just a par, but it puts the pressure on the match. Ja, Poulter muss den jetzt lochen natürlich, um zu teilen. So that safely in, it's a par here at the third. Ja, das sollte man auch erwarten dürfen. Of two. Moving on, we come to the par 5 fourth. Ja, so ist eben ein Linkskurs. Man sieht praktisch nur links und rechts Gebüsch. Dann natürlich die berühmten Topfbunker, wie man sie hier gut sehen kann. Wenig Wasser. Es ist einfach die Landschaft, die zwischen den Feldern und dem Meer ist, da wo die Schafe grasen. Deswegen ja auch eben so ein bisschen Linkskurs. Das Land, das eigentlich nicht so richtig fruchtbar ist, um da wirklich Ackerbau zu betreiben. Und natürlich kommt hier in der Regel der Wind kräftig ins Spiel. Das haben wir heute nicht. Heute ist wirklich ein moderater Wind. Zweimal, das ist nicht viel. Ja, die Frage, die sich jetzt wieder stellt, bei einem Par 5 mit 603 Yard. Natürlich, klar, landen wir im Bunker, dann kriegen wir den Ball vermutlich nicht mehr mit dem dritten drauf. Auf der anderen Seite könnte es natürlich nicht schaden, ne? Wenn wir hier mit einem Draw... Quatsch, mit einem Fade versuchen, ein bisschen von der Kurve hier an den Bunkern vorbeizukommen. Naja, wir versuchen es mal so. Vielleicht noch ein bisschen mehr Kurve. Ja, startet mir ein bisschen zu weit links, aber die Kurve hat er. Jetzt sollte er hoffentlich ein bisschen nach rechts springen. Okay, things have been a little shaky here on this front side, nein. But a few more drives like that. Would help right the ship. Das ist so ein bisschen Achterbahn hier auf dem Fairway. Aber da haben wir Glück gehabt. Sehr schön. Hatte ich schon gesagt, dass du ein schickes Hemd hast? Ja, Poulter, bleibt nichts anderes übrig. Er muss angreifen. Er muss angreifen, wenn er hier von zwei Down runterkommen möchte. Ja, tut sich auch schwer. Er will natürlich auch nicht im Bunker landen. Boah, gerade mal so aufs Fairway. Carry noch nicht mal das Fairway erreicht. Das sieht man mal da vorne, unseren Ball.
60, 70 Yards auf jeden Fall. Länger. Now a second from well over 300 yards. This will be about positioning. So, was ist das? Ein Holz? Der klassische, ein Fairway-Holz als Transportschläger. Ja, leicht rechts. Flach. Ah, und bleibt natürlich hier im Semi-Rough hängen, im First Cut. Schlecht, schlecht aus dem First Cut. Jetzt aus 154 Yards das Grün zu treffen, wird schwierig bei diesen schnellen Grüns. Auch wir haben das Fairway-Holz in der Hand, weil wir damit tatsächlich das Fairway bzw. das Grün erreichen könnten. Das wird aber schwierig natürlich, einen Ball, der so rollt, hier dann auch zum Liegen zu bringen. Wie gesagt, wir können das Ganze, glaube ich, auch. Sehe ich da jetzt gerade einen Driver? Hybrid? Augenblick mal. Er will tatsächlich, dass ich mit dem Driver... Nein, wir werden hier, denke ich, mit dem Eisen... Denn wir haben auf der ganzen rechten Seite keinen Bunker. Eisen 4. Und der Wind müsste den so ein kleines bisschen nach links. Und mit etwas Glück rollt er uns aufs Grün. Ja, wir sehen es am Wind. Das passt so. Ja, komm, 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 komm. Nicht in den Bunker da vorne. Sit, 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 sit. Okay. Has to be thrilled with that second shot here to the par 5. Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ja, klein Draw auf die Fahne hin. Das sieht gut aus. Ah, da setzt er mich unter Druck. Das war ein guter Schlag. Ja, aus der Lage und so weiter wirklich gut gemacht. 2014. 14. Ja, eigentlich direkt auf die Fahne zu. 14, ein bisschen kürzer, 13. Tja. Hätten wir beinahe das Eagle gespielt. Und dann wäre das Loch schon wieder weg gewesen für Polder. So, so wie es aussieht, werden wir höchstwahrscheinlich zum Birdie teilen. Das ist natürlich schon strange. Und den macht er noch nicht mal. Ja, es war schon ein längerer Putt, muss man auch wieder dazu sagen. Also das war schon nicht ganz so einfach. And this will be a 5-foot putt here. Aber das ist jetzt ein relativ einfacher Putt für uns. Wie man sieht, wieder keine Breaks im Prinzip. Also man kann erkennen, dass es natürlich hier mit Sicherheit Fahnenpositionen auf dem Grün gibt, die deutlich schwieriger zu spielen sind. Interessanterweise ist das die Sonntagsfahnenposition eben für den Finaltag. Und wenn man hier reinigermaßen am Stock liegt, hat man es doch relativ einfach. Zumindest kann ich jetzt hier keinen Break erkennen. Das sollte doch passen. Mit einem geraden Putt sollten wir den doch versenken. Oh ja. Die 5, das erste Paar 3 mit 220 Yards. Auch weiterhin direkt am Meer. Wir spielen uns so langsam hier an der Küste entlang. Könnte natürlich auch hier so diese klassische Einteilung sein, deswegen eben, man spielt 9 Bahnen raus und dann wieder 9 Bahnen zurück. Mal sehen, ob wir das Clubhaus praktisch erst wieder an der 18 zu sehen bekommen. So ähnlich wie eben auch in St. Andrews, da ist es auch klassisch, man spielt die ersten 9 praktisch raus zu und dann wieder zurück. Deswegen heißt ja auch Front 9, Back 9, beziehungsweise man schreibt In und Out auf der Scorekarte. Aber jetzt hier erstmal, no, 219, deswegen hat mir auch hier der Caddy das Eisen 4 in die Hand gedrückt. Oh ja, die Pin-Position ist natürlich schwierig. Hier gilt es einfach nur safe aufs Grün zu kommen. Ich denke, wir werden hier ein Eisen weniger nehmen, denn wenn wir hier im Vorgrün landen, draufchippen, wir sind 3 auf. Das heißt, wir müssen kein Risiko gehen, Polder muss Gas geben. Wir können hier ganz normal auf Pärchen gehen. Ja,
Ja, ich denke schon, dass der ordentlich rollen wird. Ja, ein kleines bisschen hier versuchen mit dem Fade. Ah, ein bisschen überzogen, ein bisschen zu viel Spin, Speed. Aber der müsste doch drauf springen. Sehr schön, und dann können wir eben auch putten. Das ist die halbe Miete. Okay, a friendly bounce there, and that will make its way onto the putting surface. So, wir haben 5 Greens in Regulation. Ein Polder wird doch den Ball da nicht in das Divot reingelegt haben. Oh, der geht rechts weg. Der geht rechts weg. Da hat er Glück, dass praktisch das Rough den Ball aufhält, der First Cut. Now a second to this par 3. Ja, den hätte er deutlich weiter rechts anspielen müssen. Das ist schon klar. Länge war gut. So, wir müssen den praktisch... Ja, wir müssen den nur safe an das Loch bringen. Aber wir sehen, dass natürlich hier rechts eine Wahnsinnswelle ist. Klar. Das Problem ist natürlich erstmal den Ball in die Welle hochspielen. Er verliert dann Tempo. Wenn er dann aber runterkommt, dann wieder ein Tempo gewinnen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie hoch wollen wir den anspielen? Und je langsamer wir den spielen, desto eher bricht er nach links weg und haut uns ab. Ja. Irgendwie müssten wir einfach nur an den Stock kommen. So, wenn wir den etwas kürzer spielen, dann müssen wir den mit Sicherheit noch mal ein kleines bisschen weiter oben. Ja, und das ist ein guter Putt. Damit können wir sehr, sehr zufrieden sein. Und Polder hat jetzt wieder Druck. Er muss zum Teil lochen. Sehr schön. Tja, und mir fällt gerade so ein bisschen auf, wenn ich da hinten rausschaue, wie dunkel es ist. Also wir müssen hier jederzeit mit Regen rechnen. Okay, wir ein kleines bisschen links anhalten, weil ein kleines bisschen scheint es nach rechts zu gehen. Aber das passt. That'll mean this hole's gonna be tied and the difference will stay at 3. Forging ahead, we come to the par 5 sixth. Das nächste, das zweite Paar 5 hier auf der Runde. Und in der Landezone eigentlich hier sehr wenig Bunker. Hier ist eher für den zweiten Schlag ein bisschen Bunker vorm Grün. Kleine Pottbunker links und rechts. Optisch jedenfalls relativ einfach zu spielen, wenn man sich auf der rechten Seite hält. Links eben diese 3 Bunker bei 299. Okay. Wenn man da hinaus spielt, hat man eigentlich keine Probleme. Achso, ich wollte jetzt gerade mal schauen. Ja, da sehen wir oben drüber die anderen Bahnen. Okay, wir sind immer noch an der Küste. Ja, hier rechts einschlagen. Und dann müsste er natürlich sowohl durch Wind als auch durch Fairway-Neigung nach links runterrollen. Gefahr besteht eher, sage ich mal, mit dem hinteren Bunker, dass er dann in die Richtung läuft. Okay. Ja, der bleibt gerade. Irgendwie nimmt er den Wind nicht an. Aber der Bounce, ja, genau, der Bounce, der drückt den am Bunker vorbei. Ah, komm, die Welle nimmst du auch noch. Sehr schön. Ja, er lässt sich viel, viel Zeit. Da machen, glaube ich, die Bunker auf der linken Seite ein bisschen zu schaffen. Ja,
Ja, ein kleiner Draw hat er hier reingespielt. Und da kommt gerade mal aufs Fairway. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Also, ich glaube, in echt hat er keine Probleme, das Fairway zu treffen. So, heißt jetzt natürlich jetzt wieder einen ordentlichen Transportschlag. 387 Yards noch. Dazu das Holz 3 höchstwahrscheinlich. Das Fairway-Holz. Ja, ordentlicher Treffmoment. Sieht gut aus. Er bleibt auf dem Fairway. Das heißt, noch viel, viel Roll. Sehr gut. Damit sollte er definitiv mit dem nächsten das Grün erreichen können. Es sind noch genau 139 Yards. Yeah, most importantly, the second shot's on the fairway. This par 5 playing long today. See how close this third shot can be hit. So, wir könnten uns jetzt natürlich den Spaß erlauben, links und dann eben mit einem leicht. Ah, das Problem ist, die Fahne steckt da hinten links. Ja, er müsste halt rechts dann lang. Also wir brauchen auf jeden Fall den Fade, damit er nach rechts geht. Ja, die Frage ist nur, wie viel. Wenn er hier reinkommt, wird er ein bisschen nach rechts bouncen. Und dann eventuell wieder oben links aufs Grün. Nicht, dass er uns hinten rechts in den Bunker rennt. Aber da geht es eigentlich mit der Bunkerkante. Man sieht, dass die mehr nach hinten geht als nach vorne. Also der rechte Bunker wäre mit Sicherheit der bessere als der linke. Ah, und der Wind drückt den. Ah, ich glaube, wir stehen auch ein bisschen unterm Ball. Okay. Wir stehen etwas unterm Ball. Das heißt, wir haben automatisch die Kurve nach links. Das heißt, wir müssen hier deutlich, deutlich rüber. Ja, macht die Kurve, aber jetzt fliegt er mir da auf den Bunker zu. Das dachte ich mir. Springt da drüber. Wow, Lucky Bounce, Lucky Bounce. Hat natürlich der Hügel auch das Tempo rausgenommen. That's an aggressive layup, really trying to force that three wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. Ja, aber wir bauen dadurch natürlich auch Druck auf. Ja, sieht ein bisschen kurz aus und landet hat er Glück. Da hat er dasselbe Glück wie ich. Wobei ich glaube, das Rough ist ihm nicht so lieb wie der Bunker. Würde mit Sicherheit lieber aus dem Bunker spielen. Wir haben einen Pitch. 30. 25. Ja, da rollt er runter, ne? Das ist das Problem. Nee, stopp. Wir wollten einen Longflop. Ich würde fast hier einen Longflop spielen wollen. Denn wenn der hier landet, dann springt er sowieso nach rechts runter. Bisschen Gegenwind, ein bisschen erhöht. Two good shots on this par 5, leaves that simple little chip, and that was beautifully played. Ja, schlechte Annäherung, aber es war auch aus dem Semi-Raff. Darf man nicht unterschätzen. Aber das ist jetzt schon zum Paar und wir spielen oder wir putten zum Birdie. Und den versenkt er sogar. Guck an, guck an. Hard, the hard way. Putt off the green of the previous shot. How do you make up for that? How about put it in the hole? So here's this for birdie. To win the hole. Ja, und wir sehen auch hier wieder, dass zwar links von uns ziemliches Break ist, aber da, wo wir jetzt stehen, haben wir eigentlich wenig Break. Okay, well done there. It's a birdie here at the sixth. Continuing on with this front side, we head to the par 4 7. Ein weiteres Par 4. Ja, mit der interessanten Konstellation, dass praktisch hinter einer kleinen Düne das Grün liegt und man sieht, wie eng das hier eingebaut ist. Und rechts die Treppe, die zum nächsten Abschlag hochführt. Ja, und da müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt den Driver benutzen. Ich denke nicht, denn da haben wir noch 150. Holz 3.
Da haben wir noch 150 mit dem Hybrid. Schmeidiges Eisen 4 könnte zu kurz sein. Ja, die Gefahr lauert natürlich auf der linken Seite mit den zwei Bunkern da vorne links. Denn der Ball wird links rüberrollen, wenn wir den praktisch nicht direkt... Das ist natürlich das andere Thema. Wir könnten versuchen, den hier direkt... Aber auch dann springt der Ball über das Fairway nach links. Deswegen natürlich diese zwei kleinen Bunker hier. Die sind sehr, sehr gefährlich. Das Hybrid und dann hier Mitte rein. Und da müsste er eigentlich geradeaus laufen, wenn ich das richtig sehe. So, ein kleines bisschen. Ja, wir haben jetzt auch ein kleines bisschen Rückenwind. Okay. Einfach nur auf dem Fairway platzieren. Länge ist nicht das Problem. Guter Bounce. Guter Bounce. 142. Ja, Polder hat das Holz. Okay, er nimmt das Hölzchen. Gerader Schlag. Erstmal gut. Erstmal gut, aber der wird gefährlich. Der wird gefährlich, der wird sogar sehr gefährlich. Und da haben wir da genau das Thema. Das wird nichts nach vorne. That one not gonna stop in time. It'll roll all the way into the bunker. A lot to worry about here as he digs in for his second. Ja, den hat er einfach nur senkrecht hochgeschlagen, nach vorne. Well, I know I'm paid to talk, but there's not really much to say about that. Best to just move on to the next shot. Now, note his second from the fairway. Staring at 142 to the hole. Pin is in the left back portion of the green. Bisschen nach oben. Pitching Wedge wird zu kurz. Auf der anderen Seite müssen wir keinen Stress machen. Einfach nur aufs Grün. Einfach nur aufs Grün. Eisen 9 etwas erhöht. Das Ganze fällt dann nach rechts. Ja, wenn wir etwas kürzer sind, rollt er noch ein bisschen. Ja, ich denke, da sind wir relativ safe. Einfach nur platzieren auf dem Grün. Really good line. That's a decent sized green. It's not bad, just a little past the hole. Wow, aus dem Semi. Er wird vermutlich ein bisschen nach links springen. Ja, aber macht nicht viel Meter. Okay. This is a 28-footer. Ja, auch hier gilt, den muss er eigentlich lochen, weil mit zwei Putts sollte ich im Loch sein. Und dann hat er auch nur das Loch geteilt. Und das macht er gut. Oh, nothing routine about that one. Well done to roll it in for par. Ja, gutes Up and Down. Gutes Up and Down. Für uns wird das ein ganz, ganz schwieriger Birdie-Putt. 4 Inches nach oben. 4 Inches nach oben. Okay. Ja, aber auch hier müssen wir wieder ein bisschen überlegen und strategisch denken, dass er uns nicht abhaut. Denn wir müssen das Paar spielen, um das Loch zu teilen. Ja, der wird dann unheimlich nach links runterrennen. Der wird unheimlich nach links runterrennen. Ja, da ist so ein kleines Plateau, glaube ich. Da müssten wir ein bisschen rechts vom Stock, müssten wir den zum Liegen bringen. Das war sogar ganz knapp. Knapp zum Birdie. Ja, ein bisschen zu schnell. This to tie the hole. Ja, den müssen wir jetzt eigentlich stopfen. Den müssen wir jetzt mit Speed stopfen. Dass er erst gar nicht hier rüberbricht.
That one finished off. It'll be a par here at 7. And that will keep the difference at 4 as this hole is tied. So, die vorletzte Bahn hier. Und langsam geht's scheinbar zurück, denn wir entfernen uns ein kleines bisschen von der Küste. Das vorletzte Loch auf den Front Nine. Wir sind 4 auf. 4 auf ist natürlich jetzt schon ein ordentlicher Vorsprung. Und wir sind an der 8. 128. Ups, das war falsch. 128. Ah, die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir hier deutlich bergab spielen. Dass wir ein kleines Grün haben und vor allen Dingen hier links die Welle. Wenn wir das treffen, ich glaube, dann wird es gefährlich. Ein 50er Wedge. Mit Spin müsste der ziehen. Mit Spin müsste der ziehen. Wir können den etwas kürzer, weil der müsste eigentlich hinten runterfallen. Aber ich meine, wir haben hinten eigentlich viel, viel Platz auf dem Grün. Spannend wird halt der Backspin. Ja, der wird eigentlich länger. 16 Fuß ist schon ordentlich. Okay. Ja, und jetzt wird er... Der bleibt liegen. Ja, very good shot. Taking it in right of the hole and a good look upcoming. Ian Poulter spielt wieder aus dem Divot. So, ich glaube, der fliegt in den Hang, oder? Nee, auch hervorragend, hervorragender Schlag. That's quality shot right there, just left of the hole, and a birdie opportunity coming up. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also, das ist schon schwierig. Weil man hat natürlich überall eine False Front. Man sieht es ja da hinten. Also, wenn man das Grün verpasst, dann rollt er einem ganz schön runter. Just another couple of turns, friend. Ja, das ist natürlich schade, weil für uns ist das wieder ein relativ einfacher Putt, so wie es aussieht. Bisschen mehr Tempo, ein bisschen über rechts vom Gefühl. Okay, right on line. That's a birdie here at the 8th. And he's saying, hey, don't count me out just yet. Wins that hole to get back to being 5 down. So, die 9, 435 Yards, ein Paar 4. Die letzte Bahn hier auf den Front 9. Die Fahne steckt rechts hinten. Und wir schauen mal, ob wir hier den Driver überhaupt rauspacken. Ja, okay, wenn wir hier auf der Welle landen. Ja, ist ein schmales Fairway, ist ein schmales Fairway. Wind ein bisschen nach links. Es geht schon den Hang runter. Wir sollten auf jeden Fall den Fade spielen, damit wir uns vom Bunker entfernen. Oh, der startet erstmal Richtung Bunker und entfernt sich überhaupt nicht. Ei, das sieht aus, als würden wir Glück haben. Ah, too strong for this hole, eh? Ja, too strong. And into the rough. Big hit, though. So, jetzt schauen wir mal, was Ian Poulter daraus macht. Auch Richtung Bunker, und zwar dem linken. This is turning a little to his left. Ja, okay. Sowieso viel zu kurz. Aber wenn er das Fairway getroffen hätte, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber er weiß, glaube ich, selber, dass das kein besonders guter Schlag war. Oh ja, der rollt noch aufs Grün. Das hat er hervorragend gemacht. Aber das ist auch für uns gut zu wissen. Und auf der anderen Seite geht es hoch. Ah, man kriegt also den Ball kaum zum Liegen, so wie es aussieht. Schwierig. Das heißt, wir müssen den Ball oder wir müssen das Grün möglichst. Ja, wir müssen das hoch anspielen. Eisen 9 sollte auch nicht das Problem sein. Wir werden etwas verlieren. 88-98% aus dem Rough. Und jetzt schauen wir mal kurz. Das ist, glaube ich, ein bisschen berghoch. Okay, dadurch werden wir auch etwas kürzer.
haben wenig Spin, aber ist ja auch egal. Ja, hier ist weniger Steigung. Links geht es wegen höher. Ja, der steigt und der wird definitiv nicht viel Roll haben. Der wird liegen bleiben. Genau. Ja, müssen wir ein bisschen berghoch putten. Just okay, I'd say, but he's left himself at least a chance at a par, Frank. Come on, Rich. I mean, you're being too kind there. That's not ideal. So, 10 inches sind normalerweise auf jeden Fall hier so viel. Das Ganze über links. Ja. Oh, yes. Very impressive right there. That goes down for a birdie. Backside starting now as we come to the par 4 10th. Ja, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein. Das waren die Front 9 Royal Tryhune. Und da findet dieses Jahr die Open, die British offenen Meisterschaften statt. Und wir spielen diesen Platz hier als Matchplay mit Ian Poulter und ihr seht es, 6 auf. Wir haben schon wieder gut hier gescored. Einige Birdies, wir schauen mal ganz kurz auf die Scorekarte und sehen wir da irgendwas? Ne, da sehen wir nicht die Ergebnisse als solches, sondern nur welche Löcher wir gewonnen haben und dass wir eben 6 auf liegen. Royal Tryhune Golf Club in Schottland. Da wird also dieses Jahr die Open stattfinden. Das soll es wie gesagt gewesen sein. Die Front 9. Im nächsten Video geht es dann weiter mit den Back 9. Und dann schauen wir mal, ob Ian Poulter tatsächlich noch eine Chance hat. Aber ich glaube, mit 6 ab wird es schwierig. Und wir werden sehen, wo wir landen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.